Salve a tutti, mein Name ist Christian Schlegel und wir haben Mittwoch, den 29. Mai. Der ist jetzt auch schon wieder rum, ein Tag vor Vatertag. Ist es nicht schön? Vor euch liegt der Chart vom MDAX. Habe ich jetzt auch schon seit rund 20 Tagen nicht mehr besprochen. Und da ist heute, wie bei vielen anderen Indizes, ein bisschen was passiert. Als allererstes muss ich Folgendes aufklären. Bitte nicht wundern, dass sich die Fibonaccis so gezogen haben, dass diese 3 Tage hier nicht berücksichtigt wurden. Das hier ist die Indikation der Deutschen Bank. Und da gab es tatsächlich Preise am 24., 25. und 26.12. Die sind hier drin, die haben hier wenigstens verloren. Wenn mich einer zwingt, am 24.12. zu handeln, suche ich mir einen anderen Job. Deswegen habe ich die offiziellen Xetra-Preise genommen und da liege ich hier. Das nochmal zum Aufklären. Und dann geht's los. Also, was heute passiert ist beim MDAX und nicht nur bei ihm, zu den anderen komme ich ganz kurz gleich, ist, wir haben diese meines Erachtens nach recht wichtige Unterstützung bei dem 38er Fibonacci Retracement und dieser Chartunterstützung heute hier mit Schlusskurs gebrochen und schließen sogar unterhalb des Bandes. Der offizielle Schlusskurs ist 24.751 und momentan handeln wir bei 24.712. Also wir geben nachbörslich auch noch mal ein bisschen nach. Und das ist nicht gut. Hier durch, Band durch. Das heißt für mich, ich habe hier einen beginnenden Downtrend. Also ich kann ihn jetzt das erste Mal richtig zählen, weil wir das letzte Zwischentief unterboten haben. Als erste Idee, wie weit dieser Trend laufen kann, hätte ich jetzt hier das 50er Retracement bei 24.257. Allerdings ist das für mich eher wahrscheinlich, dass wir sogar bis runter zum 61er gehen. Das verbindet sich mit diesem Gap, was wir haben vom Anfang Februar. Da sind wir rund bei 23.525. Das ist eigentlich nicht so viel. Das sind 1.400 Punkte. Da sind wir so bei 6%. Das ist für ein MDAX nicht viel. Das geht relativ flott. Von den Bändern her, beide laufen nach unten gerichtet. Gleitende Durchschnitte haben mal miteinander gekuschelt, drehen auch schon wieder ins Negative. Trendfolger, negativ. Stochastik, negativ. Auch wenn die jetzt vermeintlich tief ist, heißt es noch lange nicht, dass sie von hier aus steigt. Das kann so ein Zeitraum werden wie hier, das waren fast 4 Wochen, in dem der weiterhin überverkauft bleibt. Also mir gefällt diese ganze Geschichte hier überhaupt nicht. Ich zeige euch das nochmal in der Woche. Auch hier Trendfolger dreht runter, Stochastik in voller Fahrt nach unten. Ich sehe da keinen Grund, warum ich da irgendwie long gehen sollte. Ich gehe zurück zum Tag. Ich hatte eingangs erwähnt, dass das bei anderen Werten diese Linie, die ich hier als markant bezeichnet habe, bei anderen Werten heute auch eine Rolle spielte. Beim DAX war das 11.850 und wir handeln momentan bei 11.812. Die ist also mit Schlusskurs Xetra angebissen worden, ja, aber noch leichter Toleranzbereich, aber momentan sind wir da schon deutlicher drunter. Beim Dow Jones war diese Linie 25.200 und wir handeln im Moment bei 24.940, also 260 Punkte, 1% drunter. Das ist alles außerhalb des Toleranzbereiches und von daher für mich diese 3 eben besprochenen Indizes alle weiter negativ. Jetzt kann ich mich natürlich irren, ja, und sagen, okay, das ist jetzt hier nur so ein kleiner Fuler, geht vielleicht noch ein bisschen runter und dann knallt er nach oben. Für den Fall gebe ich euch einen Schein auf die Watchlist. Es ist nicht meine Meinung, dass der Markt hier steigt. Ich glaube weiterhin eher an leicht fallende Kurse. Für die Leute, die dann glauben, dass wir vielleicht nur das 50er Retracement machen, was möglich ist, ja, aber ich bin eher von diesem Bereich überzeugt, hätte ich folgenden Schein. Das ist ein 24.169er von Goldman Sachs. Das ist die GA2 LH9. GA2 LH9. Der liegt also hier drunter, unter dieser 24.257, unter dem 50er Retracement nochmal 24.169. Als Put habe ich mir Folgendes ausgesucht und zwar ein, ich will da gar nicht bis hier oben hingehen. 26.000 glaube ich brauche ich nicht. Ich gehe hinter die 20-Tage-Linie, oberhalb 10 und 20-Tage-Linie und dafür habe ich den gefunden. Das ist ein 25.487er. Es ist ein Open End, wie der, den ich eben bei den Calls genannt habe. Das heißt, hier reduziert sich die Basis jeden Tag. Und das ist von Goldman die Kennnummer GA6L90. GA6L90. Ich bleibe weiterhin negativ. Am Wochenende kommt da bei dem Zertifikate,
Clip von NTV auch was, da habe ich das auch gesagt, allerdings mehr für den DAX bezogen. Ich sehe hier momentan keinen Grund von irgendwelchen Einflüssen her, warum die Märkte steigen sollten, und ich bin der Meinung, dass die tendenziell eher weiter ausatmen. Ich wünsche euch ein Happy Trading, eine fette Beute und einen schönen Vatertag. Bye bye.